So Leute, was geht ab? Ich sitze hier mit Michael. Wir hatten heute ein OTS Championship hier in Hamburg und er hat geschafft, 6:0 ersten Platz zu belegen. Mit dem Deck, was für ein Deck hast du gespielt? Ich habe Naturia Runic gespielt mal wieder, und aber mit einer kleinen Horus Engine. Und da ich so Profi bin, habe ich vergessen, ihm den Mikro zu geben. Das kannst du dir mal hier anstöpseln. Er hat heute sich bereit erklärt, dass er uns ein Deck-Profile gibt. Netterweise, vielen Dank erstmal dafür. Und ich würde sagen, the stage is yours. Ja, gerne. Für die Naturia-Karten, da hat sich an der Ratio nichts geändert zu dem, was man vor ein oder zwei Jahren gespielt hat. Drei Camellia, drei Grille. Das sind die beiden Kombo-Starter. Und dazu kommen halt noch der Brick, der halt auf dem Endboard liegt, das Monster Negate, und dann die Reborn und die Trap. Der zweite Teil der Engine sind die Runik-Karten. Drei Destruction, drei Feuer, drei Freezing Curses. Und die besten sechs, weil sie immer funktionieren, ohne dass dein Gegner irgendwas haben muss. Drei Slumber und drei Tip und halt die beiden Faunen. Genau. Für die Horus-Engine habe ich gespielt auch ganz normal drei im Seti, ein Happy und ein Vogel, wo keiner weiß, wie man den ausspricht. Quasi einfach nur als Deep Draw Engine, deswegen auch drei verschiedene Karten, damit man später für den Coach King, zeige ich gleich, noch drei extra Karten ziehen kann. Genau, zu der Horus Engine noch zwei Sarkophage. Und genau, die Non-Engine-Plätze sind drei Droplet und drei Fenrir. Ich habe mich für Karten entschieden, die gut Going First und Going Second sind. Außerdem ist Fenrir eine gute Karte, weil sie dir eine Handkarte gibt, die du in dem Deck brauchst, weil du für den Sarkophag oder den Fountain immer discarden musst. Das ist das Main Deck, 40 Karten. Im Extra Deck die Synchros, nur eine Naturia Synchro-Karte, einfach die beste. Das Beast, genau, kein Platz für Barkion oder Exterio, einfach nur einfach alle Spells negieren. Genau, die 6er Synchros sind beides Draw Ones, einmal als Non-Tuner und einmal als Tuner. Je nachdem, in welcher Reihenfolge, mit welcher Handkarte du extenden willst, um in Baron zu gehen, brauchst du halt entweder einmal mit einer Runik-Karte einen Tuner, und wenn du mit einer weiteren Camellia in eine 10er-Synchro gehst, brauchst du einen Non-Tuner. Deswegen die beiden. Genau, 10er-Synchros, Chaos Angel, Baron und Changing. Chaos Angel bei weitem die beste, weil jetzt mit dem Horus-Package die größte Schwachstelle des Decks behoben wird, dass einfach über deine Sunflower im Kampf drüber gelaufen wird, baust du einfach Chaos Angel und alle deine Monster können nicht mehr im Kampf zerstört werden. Absoluter MVP. Dann Runic Fusion, brauche ich nicht zu sagen. Gary ist meistens nur zum Climben in eine 10er Synchro. Kommt ab, dass du damit den Fountain zurückadden willst, nachdem du ihn gemillt hast mit deiner Naturia Engine. Genau. Xyz, Coach King, Draw 3. Außerdem der Grund, warum du keine Moonen mehr im Extra-Deck brauchst. Den Gearsu, Zombie Vampire und einmal Typhon. Kamen alle ab, alle super gut. Würde ich keinen cutten. Und die letzte Karte. Was für eine Überraschung. Überraschung, ja. Was hast du denn Side-Deck-mäßig dabei? Side-Deck, wie gesagt, ich habe mich dafür entschieden, keine One-for-One-Hand-Drops zu spielen. Dafür sind meine Handkarten so wichtig. Deswegen einfach sind alle Karten, die ich im Side-Deck habe, außer eine Ausnahme, Karten mit hohem Impact oder Karten, die dir Monster aufs Board legen. Deswegen drei Druis und drei Nibiru. Genau, drei Evenly. Bestes Floodgate aktuell. Das ist wirklich so. Mit einem Feather Duster. Und wie gesagt, die eine Ausnahme wollte ich nicht cutten, auch wenn ja, sie für sich erstmal minus 1 geht. Aber wie gesagt, Manadium, schweres Matchup. Going Second mit dem Deck generell ohne wenig Non-Engine-Plätze. Muss man vor dem Deck ein bisschen Angst haben und machst du mit Roll nichts falsch. Nice, nice. So, dann erzähl mal, was hattest du für Matchups? Matchups, dreimal Tier. Auch der Grund, warum ich dieses Deck spielen wollte. Tier mild dich und jedes Mal, wenn deine Grille gemild wird, bist du ziemlich happy darüber. Wurde belohnt, hatte dreimal das Matchup. Tatsächlich ist es nur abgekommen, dass zweimal oder so meine Grille gemild wurde, aber das reicht, um das Game zu gewinnen. Dann einmal Manadium, einmal Dragonlink und einmal gegen Unchained. Was ist denn dein schwierigster Matchup? Also schwierigstes Matchup, wie gesagt, ich spiele nur 6 Non-Engine-Karten. Von daher Decks, die First gehen und ein großes Board aufbauen. Deswegen Manadium. Tier ist auch schwierig, wenn
keine Mille gegrillt wird. Und ja, von daher war Manadio mit Abstand das schwerste Matchup heute. Nice. Okay, magst du uns mal zeigen, was ist denn dein Endboard? Ja, normalerweise endest du auf deiner Naturia Engine. Das bedeutet, wo haben wir sie? Eine Camellia. Und dann ist entweder die Grille im Friedhof oder die Sonnenblume. Mhm. Das bedeutet, bei der ersten Normal oder Special deines Gegners reborns du eine davon. Entweder die Sonnenblume direkt oder die Grille, um halt die Sonnenblume aus dem Deck zu spielen. Und eine 10er Synchro. Und das ist dann, wie gesagt, in den meisten Fällen Baron. Ja. Das ist quasi das Endboard, was man kennt. Für den Fall, dass du mit Horus Engine startest, hast du noch ein Chaos Angel, den du mit Moonen bauen kannst und am Imseti. Das heißt, dann ist das Endboard ein Chaos Angel und ein Happy auf dem Endboard. Und das sorgt dafür, dass deine Monster nicht im Kampf geoutet werden können. Wenn irgendwas geklärt werden sollte durch Karteneffekte, kannst du mit Happy einfach zwei Karten aus dem Friedhof wieder auf die Hand adden. Und ja, das ist ein ziemlich starkes Follow-up dann. Plus dann auch noch Fountain und genau, Fountain, Runekarten, die mega Interruption sind. Das ist krass. Droplet-Set, Fenrir auf dem Board, wie gesagt, das ist halt alles extra. Wenn man es öffnet. Aber das ist so der Standard. Das ist krass. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, dass du dieses Deck spielst? War das eine spontane Entscheidung, dass du sagst, ja, morgen spiele ich einfach Naturia? Weil ich weiß, dass du das Deck nicht im Locus bei uns gespielt hast bis jetzt. Nee, ich wollte ein Deck mit Horus-Karten spielen, weil ich das Gefühl habe, die Horus-Karten sind extrem gut. Vielleicht sogar noch ein bisschen unterrepräsentiert, auch wenn sie jetzt langsam immer wieder stärker kommen. Und ich wollte zuerst Horus Chimera spielen, habe mich dann aber entschieden für das Deck, was mir ein bisschen mehr am Herzen liegt und habe gesagt, wir probieren das mal. Wenn es nicht probiert, erfährt es keiner und so. Das stimmt. Waren vielleicht auch einige Leute ein bisschen überrascht, Naturia wiederzusehen. Ich wollte gerade sagen, das auf jeden Fall. Also Runic habe ich ja einiges gesehen, aber Runic Naturia, das ist schon lange, dass ich nicht darüber gehört habe, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, die Matte, die du gewonnen hast, die sieht insane geil aus. Leute, guckt euch das mal an. Und noch geiler ist es, weil hier Champion steht. Ja. Ist nicht mehr, was steht normalerweise? OTS? Irgendwas? Auf jeden Fall kein Champion. Ist einfach ein Champion heute. Und ja, vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit. Möchtest du jemanden grüßen? Ich grüße die Testgruppe, mit denen wir gestern noch bis spät in die Nacht getestet haben. Wir haben uns bei Fabi getroffen, Robin, Iris, Andi, das waren so die Leute. Perfekt, super. Alles klar. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals und viel Glück weiterhin auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir uns dann auf Europameisterschaft. Alles klar, wir sehen uns. Super, dann sehen wir uns. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.